Günstige FIFA-Coins trotz des FIFA-Updates. Link in der Beschreibung und benutzt meinen Discount-Code REALFIFA für Prozente. Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Teil von Wer bin ich? Und heute, ja, gibt es mal wieder eine richtige Special Edition. Aber zuerst wollte ich mich nochmal bedanken an dieses richtig krasse Feedback auf der ersten Episode. Muss man ja sagen, ihr seid richtig abgegangen. Und heute, ja, haben wir auch wieder was Kleines für euch eingepackt. Jo Leute, was geht auch von meiner Seite? Und heute gibt es ein Team of the Season Special. Wir suchen uns jetzt gleich ein Team of the Season Spieler aus allen dreien, beziehungsweise vier Team of the Season Teams. Und ich würde sagen, wir können eigentlich direkt loslegen, oder? Genau, ja, wir machen hier einfach Mindestpreis 10.000 und den ersten Team of the Season, den wir sehen, der wird genommen und ja, dann würde ich sagen, lass uns mal suchen. Ich habe meinen Spieler schon. Ich denke, ja, das sollte auf jeden Fall klar gehen. Ich habe auch meinen Spieler, also mal gucken, wenn du den errätst, ja, dann hast du Ahnung, sag ich mal. Okay, gut, fang du mal an. Soll ich anfangen? Okay. Ja, fang du mal an. Puh. So, da ist jetzt, es gibt noch nicht so viele Team of the Season, aber einige schon, also es gibt ja auch Saudi-Arabien und so, mal gucken. Würde ich sagen, spielt er im Most Consistent? Ja. Gut, das ist natürlich schon mal vorteilhaft. So. Ja, hat er. Weniger als 75 Tempo. Der hat gerade eine Abkarte drauf, aber nein, hat er nicht. Also hat er mehr dann, ne? Hat mehr als 75 Tempo, okay. Spielt dein Spieler im BPL Team of the Season? Ja. Okay, das war natürlich schon gut. Hat dein Spieler ein Gesamtrating von über 80? Jo. Okay, hat dein Spieler ein Gesamtrating von über 82? Jo. Okay. Spielt dein, oder ich frag mal, hat dein Spieler mehr als 85 Tempo? Nein. Okay, dann wird schon mal kein Flügelspieler sein oder Außenverteidiger. Okay, du bist dran. Könnte man von ausgehen, ja, gut. Also er hat auch mehr als 75 Tempo. Genau. Most Consistent. Das ist ja jetzt, bei Most Consistent ist das natürlich dumm, jetzt nach einem Land zu fragen. Deswegen frage ich mal wieder nach einer Position. Ach, ist er im Mittelfeld? Nein. Scheiße, okay. Okay, also mein Spieler ist jetzt nicht der Schnellste, das heißt, wie gesagt, er wird eher zentral wahrscheinlich spielen oder in der Abwehr. Das ist in der BPL war das ja, genau, das heißt, die haben ja eigentlich auch nicht immer so langsamer Verteidiger, aber ich weiß aber gerade gar nicht, wen die als Verteidiger, obwohl doch, spielt er eine Verteidigung? Nein. Ah, okay, dann ist mein Tipp ganz falsch gewesen, aber dann muss ich mal gucken. Okay, ja, so, es war kein Verteidiger, es war... Er hat weniger als 75 Tempo und... Mehr als 75, genau. Ja. Bring hier wieder alles durcheinander. Schreib's dir auf. Müsste vielleicht oder könnte ein Stürmer sein. Ja, ist ein Stürmer. Spielt er bei Porto? Nein. Scheiße. Jetzt wird's schwer. Martinez, Jackson Martinez. Ah, okay. Ja, okay, der hätte natürlich auch sein können. Ja. Also ist kein Verteidiger, das heißt... Ja, ein Stürmer wird es nicht sein, also ist es ein Mittelfeldspieler? Nee. Ist es ein Stürmer? Oh shit. Weiß ich nicht. Ah, dann weiß ich, wer es ist. Ja, okay. Also kann sein, ne? Es ist ein Stürmer, ne? Ist schwer, das Most Consistent ist schon lange her. Das mein stimmt. Gedächtnis ist nicht gut, aber ich probiere es jetzt mal irgendwie zu erraten, so. Mach das. Spielt er in einer Top-Liga, also in einer Top 5, nee, sag ich mal, von den Liga? Ja, es werden wahrscheinlich einige als Top-Liga ansehen, aber wenn man es jetzt wirklich so wirklich. Ja, okay, sagen wir mal Top 3, Bundesliga, Premier League, nee, und. Nee. Okay. Das auf jeden Fall nicht. Ja, gut. Ja, dann ich bin okay. Ich riskiere es jetzt einfach mal, weil es kann eigentlich nur der sein, soweit ich das weiß. Es ist Austin. Nee. Alter. Ich glaube, der hat sogar... Der hat doch 80. 80 Tempo, ne? Was hat ich denn... Hat der 80 Tempo? Unter 5, ja, unter 85 habe ich ja gefragt. Oh, jetzt habe ich natürlich richtig gefällt. Nee, ist nicht was awesome. Oh, scheiße. Wen haben die noch, ey? Das ist... Ich bin ehrlich, das ist echt schwer. Bei mir auch. Ich weiß gerade auch gar nicht mehr, wer es sein könnte. Ja, das ist bei mir gerade... Ich habe gerade irgendwie keinen Gedankenblitz oder so. Also ein Stürmer ist in irgendeiner schlechteren Liga, sag ich jetzt mal.
ist nicht schlecht, aber. Ja, okay. Stürmer. Fällt ehrlich gesagt auch. Ich sag mal so, die Liga ist halt nicht so bekannt. Also, die ist jetzt nicht so bekannt wie halt die großen Ligen, ist ja logisch. Okay, ja. Also, er hat mehr als 75 Tempo, hat er mehr als. Oder sagen wir mal, hat er ein Gesamtrating von über 80? Ja. Unter 85? Nein. Okay. Okay. Boah, ich weiß gerade auch nicht, wer es sein könnte, weil mir ist echt nur Austin eingefallen. Guck nochmal die Position oder so, du hattest ja. Also. Ja, ist ein Stürmer. Nee. Hä? Ich hab doch eben gefragt, ob es ein Mittelfeldspieler war. Das war das auch nicht. Ja, ist auch kein Verteidiger. Dann bleibt ja nur noch eine Option. Ach du Scheiße. Weißt du, was wir meinen? Ja. Okay. Oh fuck, ey. Scheiße, okay, März 85? Das ist ein Stürmer. Da muss man doch einfallen, warte mal. Ich sag mal, er hat genau 85. Also er hat nicht mehr als. Also er hat genau 85. Ja, okay, damit hilfst du mir zwar auch nicht weiter, aber. Weil ich gerade. Warte, ich geb dir mal einen Tipp nicht. Und zwar, der hat früher mal in der Bundesliga gespielt. Vielleicht bringt dir das irgendwie ein bisschen was. Hilft dir auch nicht weiter. Ist er in einem, sag ich mal, kommt er aus einem Top-Land? Also. Nee. Sag ich mal. Ja, okay, nee. Gut. Okay. Auch nicht. Ja, okay, dann ist es ein Torwart bei dir. Ja. Ist jetzt die Frage, ob BPL hat, glaube ich. Ah, nee, die haben zwei Torhüter. Zwei müssen, ja. Ja, okay, aber die sind beide Spanier, ne? Also ich kann jetzt nicht fragen, ob der Spanier ist. Nee, also ja, sind beide Spanier. Okay, hat er ein Rating von über 85? Nein. Ja, dann ist es also, Adrian. Ja, dann oder wie der heißt, ne? Adrian. Ja, ja. Also okay, gut. Okay. Ja, bei mir kann das Stunden dauern. Weiß ja, nicht, warte, ich hab echt gerade. Und zwar, der spielt. Blackout. Oder er kommt aus einem Land, wo es sehr, sehr warm ist. Das sieht man auch an seiner Hautfarbe. Und, okay. Denver Bar. Ja, genau. Oh, ja, ne. Jetzt. Ja, den hätte man auch erraten können. Ja, gut. Ja. Ja. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ja, Freunde. Wir sollen dem nicht so vorgehen. Okay. Ja, okay, hätte ich drauf kommen können, aber mir ist er echt nicht eingefallen. Ne? Ja, okay, war natürlich auch ein bisschen schwer aus. Ja, den habe ich sogar Super gezogen. League. Den habe ich sogar gezogen. Ja, okay. Ja, Super League ist jetzt halt nicht so bekannt in FIFA, weil er jetzt erst dabei ist. Ja. Ne, aber. Mir ist halt nur als Stürmer Jackson Martinez eingefallen, mehr wusste ich nicht. Ja, ja okay, war auch relativ schwer. Naja, ging eigentlich, ne? Also, okay. Ja, das soll es gewesen sein, Freunde. Wir waren echt heute mal ein bisschen länger am Überlegen, aber wir haben noch einen Teil aufgenommen, noch einen Special Team of the Season Teil, den könnt ihr dann natürlich beim FIFA Gamer dann nochmal anschauen. Und ja, lasst gerne ein Abo bei ihm da, wenn ihr Bock habt. Und dann würde ich sagen, gebt auch wieder gerne eine Bewertung hier. Ja, ärgerlich, dass ich da nicht drauf gekommen bin, aber. Kann ist passieren. Ist halt so, ne? Spiel's mal nach zu Hause oder so mit Freunden oder so. Ja, wenn ihr da echt mal so Spieler habt, die. Ja, okay, Denver Bar muss man eigentlich wissen, aber ist egal. Ja, gut, Freunde, das soll es gewesen sein. Ja, macht's gut und haut rein. Ciao.